Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Challenges in WWE 2K17. Ein Riesenspaß habe ich in der Staffel 2, denn es steht aktuell 3-0 für den Oberlappen und das bin ich. Wir bestimmen eine weitere Challenge, die heute drankommen wird. Eine Zahl zwischen 1 und 52. Von diesen 52 Challenges im Lostopf wird eine gezogen. Seid bei den Livestreams mit dabei, um zu erfahren, ob eure Challenge überhaupt die Chance hat, dabei zu sein. Ja? Ich generiere mir eine Zahl, es ist die Zahl Nummer 3, es ist die Challenge Nummer 33. Und diese kommt... Nein! 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 Okay, ich habe sie gerade angesprochen. Offscreen, dass ich gehofft habe, dass sie diese Woche nicht dran kommt. Sagen wir so, wir verschieben diese Challenge, die jetzt kommt, auf die nächste Woche, wo ich hoffentlich ein bisschen... Ja, ich würde gerade von mir selber behaupten, dass ich nicht optimal gut gelaunt bin oder vielleicht will ich mich nicht ganz vollsauen in diesem Moment. Vielleicht brauche ich ein bisschen mentale Stabilität, damit ich das besser hinkriege. Ja, aber ich verspreche sie euch für die in der nächsten Session, also in frühestens 3 Folgen. Ja, diese kommt von Kevims und sie heißt Franz liebt Schlagsahne. Challenge, du bist Blake und spielst in einem Fatal 4-Way-Match gegen Brock Lesnar, AJ Styles und John Cena. Für jeden Finisher, den du kassierst, musst du dir einen Teller Schlagsahne ins Gesicht hauen. Brille kannst du abnehmen, gewinne das Match. Wie gesagt, die machen wir heute nicht, aber die ist fest versprochen für die nächste Session, ja. Ich glaube, ich habe auch gar nicht genug Schlagsahne dafür. Also ich weiß das auf jeden Fall. Okay, die ist vorgemerkt, ich markiere sie. Mir eben gelb. So, machen wir in gelb, dass ich weiß, diese kommt auf jeden Fall dann in der nächsten Woche dran. Habt ihr schon mal etwas, auf das ihr euch freuen könnt? Das wird sehr lustig. Dann bestimmen wir wohl eine weitere Challenge, wohl oder übel. Franzofagning. So, nächste Challenge Nummer ist die 8. Gucken, ob wir die schon hatten oder nicht. Ist die schon drangenommen worden? Nein! Diese kommt vom guten Erik Drick. Und heißt, erste Universal Champion, du Seth Rollins, Gegner Finn Balor, Arena SummerSlam, Schwung schnell. Aufgabe, bringe die Arme von Finn Balor auf dunkelrot, führe danach eine Buckelbomb durch, verliere danach durch einen Coup de Gras. Viel Glück. Das wird interessant, wir sehen uns in-game mit all den eingestellten Sachen. Das sind wir, alrighty tidy, das wird interessant. Die Schwierigkeit hierbei ist wieder, das, ja, ja, wie soll man sagen, ohne es zweideutig zu formulieren, den Höhepunkt hinauszögern. Okay, also, nochmal, was soll ich machen? Ich soll die Arme von Finn Balor auf dunkelrot bekommen, das heißt, erst gelb, dann orange, dann rot und dann kommt dunkelrot oder kommt dann lila? Ich glaube, es kommt dunkelrot, ne? Das wird sehr, sehr interessant. Dann eine Buckelbomb. Und dann irgendwann muss ich verlieren. Aber auch noch durch den Coup de Grace. Also da mit dem Pin danach, ne? Das heißt, wir müssen ihn so lange irgendwie hinhalten mit einem Finisher, dass er uns dann pinnen möchte. Und dementsprechend müssen wir selber erstmal klarkommen. Interessant wird das hier. Ich glaube fest an mich. Ich freue mich, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich mich auf die nächste Woche freuen soll mit der Schlagsahne-Challenge. Jetzt könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch darauf freut oder eher nicht so. Das wird interessant. Oh je, oh je, oh je. Eure Wettansätze jetzt schon mal bitte, ob ich das schaffe oder nicht. So, da bietet sich natürlich das Ganze hier an mit dem Anvisierungskram. Dazu einfach immer R1 drücken, wenn ihr vor einem Gegner seid, wenn er liegt oder wenn ihr ihn Front Face Lock habt. Das könnt ihr machen, indem ihr X kurz drückt, wenn ihr vor ihm steht, wenn ihr vor eurem Gegner steht. Und dann habt ihr die Auswahl. So, schon mal aufgefallen, wenn ein Körperteil des Gegners blau wird, geht der Ringrichter dazwischen und schaut, ob der Wrestler noch okay ist. Ja, das hatten wir ja schon mal. Aber ich glaube, blau gibt's doch gar nicht. Lila meinst du, oder? So, jetzt will er hier noch, guck mal, jetzt übertreibt er aber hier, ne? Wenn du einen Buff kriegst, dann kriege ich auch einen Buff. Aber so einfach ist das hier. Mhm. So. Pam, pam. Wir gehen weiter auf die Ärmchen. Auf die Ärmchen. Wir gehen auf die Ärmchen, habe ich gesagt. Das ist nicht der Arm. Das ist nicht der Arm. Und wir haben Schwung auf schnell eingestellt, so wie es in der Challenge verlangt wurde. Das heißt, es geht alles ein bisschen rasanter Vorsicht. Wenn ihr euch fragt, Franz, warum wurde meine Challenge nicht genommen? Ein Punkt, der oft ein Faktor ist, dass eure Challenge wahrscheinlich zu lange dauern würde. Wenn ihr sagt, Franz macht 5
Oh fuck, jetzt macht er einen Signature-Move und ich kann nicht kontern. Mach 5 Finisher oder so und dann nochmal 20.000 OMGs, dann nehme ich sie aus Prinzip einfach nicht, weil es einfach zu lange dauern würde, ja? Gut, oh ne, jetzt macht er schon coole Gra oder was? Moment, du hast noch keine dunkelroten Arme. Dann probiere ich eben den jetzt schnell zu kontern, damit das Ding nicht durchgeht. Jawohl, sehr schön. Jetzt, kannst du mal bitte? Gut, jetzt verpisse ich mich erstmal. Wie hieß das nochmal? Hier ein Cornerslot. Das wäre ganz gut. Ein Cornerslot für alle Fälle. Ich meine, wir haben auch einen Finisher am Start. Geht denn irgendwas von unseren Sachen auf die... es geht nichts auf die Arme, ne? Das ist natürlich doof. Wieso sollen wir überhaupt auf die Arme dunkelrot machen? Ja, wahrscheinlich, weil es am schwersten ist, ne? Weil man sonst keine Aktion hat, die auf die Arme gehen. Das ist natürlich sehr, sehr interessant. Dementsprechend ist es eine lange und qualvolle Aufgabe, vor allen Dingen, wenn man nicht Gegenstände nutzen kann. Ne? Sind wir auch schon yellow? Yellow. Challenge Nummer 8. In der Topfliste. Wie gesagt, wenn ihr einen Link zum Topf haben wollt, einfach bei den Streams dabei sein und dann bekommt ihr den. Lustig. Tralalala. Bald ist Challenge-Schwanz wieder da. So, hier. Papa. Wieso hat er immer noch nicht ein Game Over? Wegen der Verletzung von Berla beim SummerSlam. Ah, natürlich! Oh, bin ich dumm. Vielen Dank, Sascha. Ja, da war das. Stimmt, da war ja was. Deswegen hat er sich ja verletzt. Schon so lange her. So, hoffe ich, wird eure Challenge nicht genommen, weil die Challenge zu lange dauern. Ja, ich weiß meine Satzstellung. Aber ihr wisst doch alle, was ich meinte. Jetzt hat er auch noch ein Comeback oder was? Sehe ich ja gar nicht ein. Schoolboy. Na, machen wir erst ein Schoolboy-Dings. Steh mal auf hier, Junge. Yeah. Wir haben jetzt schon auf Geld. Guck mal, es geht auch langsam voran. Papau. Stimmt. Und das war ja die Buckelbomb, die das verursacht hat, bloß an der Barrikade. Ich erinnere mich. Danke, ey. Blickt man nochmal so ein bisschen zurück auf das vergangene Jahr. Das ist schön. Der Challenge ist ein gutes Beispiel für eine, die zu lang dauern wird. So traurig. Die hier? Die wird doch nicht lange dauern. Die geht doch noch voll klar. So, nee, habe ich gesagt. Die geht auch noch voll klar. Ist auch schnell gestellt, ist auch kein Problem. Vielleicht haben wir nicht auch irgendeinen OMG-Moment, der auf die Arme geht. Vielleicht so ein Spear durch die Barrikade geht doch, glaube ich, auf alles, oder? Vielleicht sollten wir das machen. Nö, dein Comeback kannst du schon verkacken, würde ich mal behaupten. Komm mal raus hier. Ich mach auch den gerne, wenn du willst. Dann mach auch noch ein Knie hinterher oder was hier? Flying Knee an den Hinterkopf. Pam! Oh. Das halte ich für unrealistisch. So, nochmal Scuba zum Kick. Dann gehen wir nochmal auf die Amis. So. Alright. Und dann machen wir nochmal. Zack. Wir haben ja schon 3 Finisher. Die können wir auch gleich einsetzen mit OMGs. Und dann sollte das schon irgendwie gehen. Ich meine, wir können auch noch irgendwie durch den. Guck mal, wir haben schon auf Orange hier. Auf Orange. Also so lange dauert es nun wirklich nicht. Nur auf Rot und dann Dunkelrot. Und dann passt das schon. Jetzt hauen wir auch noch mal kurz durch die Barrikade. Dann hauen wir auch noch mal durch den Tisch. Und dann noch mal durch die Barrikade oder so. Und dann passt das schon. So. Oh, holy shit. Das ist doch hier. Witze. Okay, jetzt kann er... R1 und greifen, dann entweder Viereck oder Kreis. Die Moves gehen auf die Arme. Das habe ich doch gerade erklärt, Donatello. Die Anvisierungsaktion, dass sie so gehen. Ich habe das den Leuten das gerade selber erklärt. Was mache ich denn hier die ganze Zeit? Bloß am Boden halt. Mal nicht so. Oh je. Den Curbstomp will jemand zurückhaben. Natürlich jetzt doof, ne? Wir probieren das nochmal mit dem Barricade Spear. Ich wollte gerade die Barrikade auseinandernehmen, so wie ein Tisch. Aber nein, das geht ja gar nicht. Da war ja was. So, komm mal raus hier. Hab mal Spaß mit dem Onkel Franz. Komm mal her, der Onkel Franz will dir nichts Böses. So, einmal da. Auf gut Glück. Jawollo, Rollo. Seid ihr bereit? Barricade Spear Time. Schön. Hat das irgendwas gebracht? Ich weiß es nicht. Ist überhaupt nicht awesome. Haltet euer Maul. Das sieht man viel zu oft. Jetzt gehen wir, guck mal, jetzt packen wir uns ihn. Und dann gehen wir aber nochmal von Facelock schön. Vollidiot, du bist. Ja, kann man reinschmeißen. Oh, das war nicht in den Ring rein. Das ist ein Problem.
Oder? Aber jetzt mache ich keinen. Ja, okay. Wenn du mich in den Ring schmeißt, ist nicht so schlimm. Wenn jetzt aber noch aufs Top Rope geht, ist natürlich dope, ne? Ja, also vielleicht. Ich sag mal. Eher nicht so eine gute Idee gewesen. Oh yeah! Flo ist im Chat. Er fragt, ob er Lappenmann verpasst hat. Nein! Wir haben gerade erst mit den Challenges angefangen. Hallihallo, hallöle. So, Scuba Super Kick! Schön. Wir machen weiter. Unseren Anvisierungsaktionen auf den Arm. Dienstag der besten. Der beste Tag der Woche. Das ist gut möglich. Oh, ich Vollidiot. Habe wieder meine Condor-Slots vernachlässigt. Machen wir nochmal einen OMG-Moment. Irgendwas muss ja. Oh, was ist denn mit dem Hut passiert? Ein gratis Hut für die Zuschauer. Vielleicht geht er. Ich glaube, bestimmt machen wir einen Pedigree da durch. Da muss er auch ein bisschen auf die Arme gehen, oder nicht? Muss doch gehen! Es muss doch irgendwie gehen! Bella rutscht aus und die Fans chanten, this is awesome. Tja. Bei Progress vielleicht. Aber bei der WWE. Jetzt hat er schon wieder hier Special Moves oder was? Aber Franz muss doch. Nee, ich will jetzt nicht einen Special Move kontern. Gut, da muss ich jetzt durch. Da muss ich jetzt durch. Ich hoffe, wenn er das macht, dann kann ich vielleicht rausrollen. Vielleicht rausrollen. Kannst du vielleicht rausrollen? Willst du vielleicht rausrollen? Das wäre ganz cool. Ich muss noch ein bisschen durchhalten hier. Leute. Leute. Warte, machst du nochmal eine Grappling-Aktion? Wird automatisch gekommen. Oh, ne. Oh, geile Sache. Gut. Gut, dass er Franz lernt. Oh, warte mal. Wie wäre es mit einem. Wie wäre es mit einem. Die KI. So doof wie ich manchmal. So, wir haben ihn dunkelrot am Schädel überhin. Also in meinem Szenario bekommt Finn Balor nicht nur eine Schulterverletzung auch noch, oder eine Ellbogenverletzung, sondern auch noch eine Gehirnerschütterung. Wieso auch nicht? So, jetzt hier. Ich hab gesagt, nee! Schulter war's, ja. Ja, Schulter war's. Entschuldigung. Alles das Gleiche. Verletzt. Beides doof. So, jetzt. Bist du der Tisch? Nee. Oh, ich muss mal wahrscheinlich aufpassen, ne? Head and shoulders. Head and shoulders, knees and toes, knees and toes. Head and shoulders, knees and toes, eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. So, hier, komm. Papaum. Jetzt kannst du ruhig mal ein bisschen mehr Schaden nehmen an den Arm. Komm. Die Leute wollen was sehen. Habe ich auf legendär gestellt? Ich hoffe doch, ne? Das wissen. Ja, alles gut. Kein Mid-Move Corner. Oh! Ich spiele mit Rollins hier. So, jetzt. Nein. Gehen wir nochmal auf den Arm. Konnte er natürlich, klar. Jetzt wäre ich ausgezählt. Ich sehe es kommen. Ich sehe es kommen. Ich bin raus. Ja, komm. Wir schnappen uns Mr. Rollins. Nee, wie heißt der Bärler? Ich komme immer durcheinander. Alle heißen sie gleich. Oh nö! Oh nö! Ey! Jetzt hat er noch drei Finisher oder was? Willst du nochmal Coup de Gramm? Oh, holy shit, das war's. Come on, Ron Franz. Come on, Franz. Come on. Nein! Nein! Es sah so gut aus. Oh Mann! Oh, so schlecht rausgekommen aus den Pins. Bin so ein Lappen. Naja. Aber wenigstens kann er Catch Pedigree gezeigt. Mann, so lange hat es gar nicht mehr gedauert. Oh, und so schlimm, so schwer waren die Kickouts nicht, ey. Schade. Naja, 3:1. Steht's jetzt? Ich habe noch 2 Punkte Vorsprung, Leute. Die lassen wir auch, den Vorsprung lassen wir auch nicht nehmen. Nächste Challenge gewinne ich bestimmt wieder, hoffentlich. Schaltet dann noch wieder ein, wenn es heißt Let's Play WWE 2K17 Challenges. Eure Herausforderung an mich in die Kommentare. Bis demnächst. Ciao, ciao.